Wieso stehe ich eigentlich hinter dem Stuhl? In diesem Video geht es wirklich um 10 Düfte. Diese Düfte sind wirklich Beast Mode, die haben es wirklich in sich. Also da muss man schon aufpassen und vor allem den ersten, den ich hier in meiner Hand halte, der ist geisteskrank. Da brauche ich auf jeden Fall noch die 100ml Variante. Philipp, wenn du das siehst, denk an einen Bruder. Und zwar ist die Rede von Intimidate Incense von Birkholz. Und ich sage euch, Freunde, diese Intimate Incense, der Name, man denkt einfach, es kommt eher sowas, ja, Intimes, wie der Name halt schon sagt. Aber ihr bekommt hier rauchige, ledrige, feurige Noten. Ich jetzt sage immer, das riecht so ein bisschen, positiv gemeint, wie so ein verbrannter Autoreifen. Aber es gibt mir so diese Vibes, so eine Mischung aus Tankstellen, Autos, Öl, Reifen, die vorher so einmal durchgedreht sind. Dieser Qualm gepaart mit Tankstellengeruch. Einfach nur geil. Einfach dreckig, rauchig. Wir haben hier auch so was leicht würziges, harziges drin. Aber wenn ihr wirklich eine Lederjacke an habt, wenn ihr besonders riechen möchtet und vor allem sehr lang, aber ihr müsst echt aufpassen. Ja, ihr müsst aufpassen, dass das Ding erstens nicht runterfliegt, aber zweitens auch nicht zu viel. Tipp von mir, ihr müsst mehr in den Nacken sprühen, dann ist es Arsch. Vor allem die hinteren Haare, die müsst ihr einfach mitnehmen. Wie gesagt, auch diese Weihrauchnoten, diese Ledernoten. Also das ist wirklich echt ein geiler, geiler Duft. Und mit dem wollte ich einfach am Anfang starten, weil wir noch gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Aber es ist echt ein geiler, geiler Brecher. Den nächsten Duft werden wahrscheinlich viele kennen. Die Rede ist von 17 Rosso. Also wirklich dieser Duft, wenn den noch nicht kennt, der muss ihn unbedingt testen. Oh mein Gott, dieser Pfirsich am Anfang. Ich glaube, Himbeerblatt ist auch noch mit drin. Minze, Safran, es ist einfach nur ein Banger. Ich sag's euch, wundert euch nicht, da war hinten irgendwie so ein komischer Sticker drauf. Das, ich glaube, der wurde reformuliert. Das ist aber noch die alte Formulierung. Und der schiebt aber ganz anders. Das ist auch so ein Bossduft. Ich habe mal auf TikTok so ein Video gemacht. 3 Bossdüfte, da habe ich den auch mit reingenommen. Ich liebe diesen Duft. Also der ist einfach so stark. Ich glaube, der hat 35% Duftölanteil. Damit werdet ihr noch übermorgen riechen. Also Siage wirklich gefühlt 3 Tage. Kurze Story dazu. Michi hatte den mal getragen, als wir in einem Restaurant essen waren. Der so, ja, Bro, hast du irgendwie so einen Duft da so zum Essen gehen? Ich so, ja, nimm den, perfekt. Du bist all black gekleidet, da passt der perfekt dazu. Dann hat er das Ding halt einfach bam, in die Jacke rein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alter, danach sind wir zusammen in ein Uber rein. Ich hatte Kopfschmerzen, weil dieser Typ neben mir saß. Also ihr müsst schon auch aufpassen. Der hält schon lange und der ist echt auch stark. Also da müsst ihr auch nicht so viel reinscheppern. So, weiter geht's. Dann kommen wir zu einem Duft, der wahrscheinlich einer der perfektesten Düfte für ein Date ist. Rehab von Initio. Ich habe am Anfang gedacht, der hat so eine milchige Rhabarbernote, bis mir dann, beziehungsweise bis ich selber einfach mal nachgeschaut, ob was drin ist, und da ist Lavendel drin. Und dann habe ich gedacht, nein, stimmt, das riecht nach Lavendel, riecht gar nicht nach Rhabarber. Also, frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber der hat so eine milchige Lavendelnote, finde ich. Und dann ist da noch schwarzer Pfeffer mit drin, Hedion, Bergamotte, Moschus und ist auch ein Extrait-Parfum, also die Haltbarkeit und Siage wirklich von allen Düften hier. Ich muss jetzt nicht immer dazu sagen, aber von allen Düften hier ist die Haltbarkeit und Siage top, 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 überdurchschnittlich. Top. Ist auch ein Tipp von mir, sprüht euch mehr auf diese Ärmel, weil damit bewegt ihr euch, ne? Dann macht ihr dann so die Siage auch im Raum. Hier ist es auch ein bisschen mehr für euch, ja? Außer im Nacken und so, das, man merkt das schon auch, vor allem auf der Haut riecht ein Duft immer noch mal, finde ich, ein bisschen interessanter, aber mein Sommer-T-Shirt ist ja auch der Arm frei. Wirklich hier, macht ihr 1, 2, 3, 4, 5, ich mache das immer noch sogar noch von unten auf den Unterarm, 1, 3, 4, 5 und dann könnt ihr 1, 2, 3, 4, 5 und dann habt ihr 15 Sprühe. Ja, immer so 15 bis 20, je nach Duft. Also bei den anderen 2, die ich jetzt vorher genannt habe, vielleicht ein bisschen weniger, aber bei dem könnt ihr das schon machen. Ja, wie gesagt, der Duft fürs Date ist perfekt. Der kommt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut an. Kann ich nur empfehlen. Dann machen wir weiter mit einem Duft. Das war der letzte Flakon in Deutschland, den ich damals ergattert habe. Und die Rede ist von Arcadia Thunderous. Und das, meine lieben Freunde, ist wirklich ein Duft, den kennen nur wenige. Ich habe den auch noch fast gar nicht gesprüht. Ich hoffe, das visiert jetzt an. Visiert wahrscheinlich. Und das ist ein Grapefruit-Duft. Und man sagt immer bei Grapefruit-Düften, ach so gut, dass die Grapefruit-Düfte die Laune anheben. Also jeder Duft, wo Grapefruit mit drin ist, der soll anscheinend die Laune anheben. Abgesehen von der Grapefruit haben wir hier noch Kardamom Veilchenblatt in der Kopfnote. Ich muss den jetzt auch nochmal aufsprühen. Ich habe den schon so lange nicht mehr getragen, aber ich weiß einfach nur, dass er super, super stark ist. Oh. Und einfach so interessant. So riecht keiner. Wirklich, so riecht keiner. Habe ich bis jetzt auch nur Komplimente bekommen. Ja, da ist so was leicht
ist was leicht Rauchiges, finde ich, aber ist wirklich, also auch für abends ein super, super geiler Duft und ja, macht sehr, sehr Spaß, den zu tragen. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig oder sparsam mit dem umgegangen, weil mir die gute Dame aus München, die liebe Eva Bogner, liebe Grüße, hat mir gesagt, dass das der letzte Flakon in Deutschland wäre, dass das erstmal wieder eine Weile dauern wird, bis der wieder erhältlich ist. Und deswegen bin ich damit halt ein bisschen sparsamer. And ladies and gentlemen, we welcome to our flight to the next fragrance. It's so amazing that you are here with me. And the next fragrance is... Der liebe Ganymede. Marc-Antoine Bourin. Ich persönlich. Ich hatte den letzten dem Gianni gezeigt. Der Gianni meinte dann so, nee, das kann ich nicht. Das riecht irgendwie nach Leder und aber ich finde, dass das ein sehr, sehr eleganter, frischer Lederduft ist. Dass dieser Duft unfassbar viele Komplimente bekommt, dass der Duft unfassbar stark ist und eine geile Sillage hat. Also, und dieser Sprühkopf, wow. Heute Morgen hatte ich den drauf, weil es war so der erste Flakon, nachdem ich gegriffen habe. Dann war ich beim Kieferorthopäden. Ich habe ganz 1, 2, 3, 4, 4 Sprühe fertig, weil bei Kieferorthopäden brauchst du jetzt auch nicht so einen ultra krass starken Duft, deswegen wenig von dem gesprüht. Aber ich kam rein, habe den aufgesprüht, 2 Stunden später war ich dort, dann direkt gesagt, oh, sie riechen aber gut. Also wirklich, strahlt unfassbar gut ab, super, super interessanter Duft und kann ich euch nur empfehlen, vor allem Preis-Leistung, 190 Euro für 100 ml. Das ja, ist einfach nur unschlagbar. So, den nächsten Duft werden wahrscheinlich unfassbar viele kennen, aber der muss natürlich mit hier rein in das Video. Und die Rede ist von Marc Chiwagon, der Orange Flamingo. Liebe Grüße, Marc, falls du das Video siehst. Du hast ja hier einfach ein Meisterwerk geschaffen. Das weißt du selbst. Das ist einfach Urlaub. Geil, Alter. Ich habe nämlich den, als ich auf Sardinien war, gemixt mit dem Amare von Carthusia. Dann hast du mit dem Orange Flamingo nochmal so, eine richtig geile Meeresnote mit reinbekommen. Und das erinnert mich gerade voll daran. Ich habe gerade, als ich meine Augen geschlossen habe, daran gerochen habe, hat es mich so richtig zurückgebeamt ans Meer, ey. Ist geil, ey. Super Duft. Aber ja, falls ihr Orange Flamingo noch nicht kennt, das ist wirklich Orange mit frischer Wäsche. 35 oder 30% Duftölanteil, also ein Freshie, der sehr, sehr lange hält. Compliment-Getter number one. Ihr werdet immer gut riechen, ihr werdet damit nie anecken. Und das ist ein Duft, der muss einfach bei euch mit rein. Ich finde, den kann man auch super, super geil mixen. Habe ich letztens auch mit was Holzigem gemixt. Hier hinten mit von Birkholz. Sir Santal habe ich mit dem gemixt. Hat sich super gut verstanden. Ich finde es mega geil. Ich freue mich. Ich brauche noch den Amoris von Marc und den... Ach, ich müsste eigentlich alle Düfte mal testen. Und den Amoris hatte ich auf so einem Duftstreifen, als ich bei ihm was bestellt habe. Und der war auch super geil. Aber meine Empfehlung, damit könnt ihr nichts falsch machen. So, dann machen wir weiter mit einem Duft von Nasomato. Und die Rede ist von Duro. Super, super geiler Duft. Wenn Michi hier ist, fällt ganz oft seine Wahl auf diesen Duft hier. Kann ich aber verstehen, wir haben hier 30 ml für, ich weiß gar nicht wie viel, also ist ein bisschen teurer, aber ist auch ein extremer Parfum. Mir wurde mal erzählt, Duro heißt ja auf Italienisch, glaube ich, hart. Und der Parfümeur ist ein Künstler, ein verrückter Künstler. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls das nicht stimmen sollte. Dass dieser Duft nach der Leiste eines Mannes benannt wurde und auch so ungefähr riechen soll. Aber dieser Duft ist wirklich geil, also Sillage, super. Und der riecht einfach sehr, sehr interessant. Also das ist ein Duft, der mit keinem vergleichbar ist. Wenn ihr sehr unique riechen wollt, dann könnt ihr den hier euch gerne mal anschauen. Das Lustige ist, die Inhaltsstoffe gibt der eigentlich nie preis. Ne? Das würde mich auch mal interessieren, was hier wirklich alles enthalten ist. Also ich finde auch den dunkelblauer, marin-dunkelblauer Anzug, geil gestylt, Krawatte, Schuhe, Fresh, Uhr, Silber. Dazu dieser Duft, super Sache. Der nächste Duft ist krass, der hat auch auf Parfumo eine 8,6. Den habe ich auch schon echt lange, da ist auch fast nichts mehr drin. Und ja, für die kalten Tage ist, finde ich, das der beste Duft. Einer der besten Düfte für die kalten Tage. Jetzt kommt natürlich wieder der Frühling, aber ich wollte den euch trotzdem zeigen, weil er im Beast Mode ist. Und wirklich, der hält auch, keine Ahnung, 24 Stunden. Die Rede ist von Kilian Angels Share. Und schau mal diese Farbe an. Das ist so ein richtig dunkles, sieht aus wie Cognac und zufälligerweise ist auch Cognac drin. Also das ist ein süß, gourmandiger, würzig, holzig, orientalischer Duft. Und das Süße da drin macht die Tonkabohne, die Praline. Aber dieses Elegante und dieses leicht Alkoholische macht dann der Cognac aus. Paart mit dem Zimt ist es perfekt.
perfekt so für die weihnachtliche Winterzeit. Ein Meisterwerk. Also wirklich Angel's Share. Ich glaube, der ist nicht ganz günstig für 50 ml. Kostet, glaube ich, 270 Euro, 250 Euro. Aber auch super geiles Ding hier. Was soll ich sagen? Ja Gott, zack, ich stehe so geiles Düftle. So, machen wir weiter mit meiner neuesten Errungenschaft. Von Tamin Bravi. Und ich finde diesen Flakon. Wie geil kann ein Flakon bitte sein? Wirklich, wirklich, wirklich Batch, Nikolaus. Batch. Wir haben hier drin, ich werde es jetzt ablesen, weil wer kann sich schon alle Inhaltsstoffe merken. Aber Kopfnote, Bergamotte, Bitterorange, Ingwer. Sehr interessant. Dann haben wir Honig, Tuberose und Safran. Und jetzt kommt, haltet euch fest, in der Basisnote haben wir Vanille, Tabak und Walnussmilch. Das fand ich so interessant. Also süß, blumig, cremig, gourmand und frisch. Also, und auch diese Magnet. Das ist einfach geil. Und auch eine Sillage-Haltbarkeit des Todes. And the last one. Vidian London. Wie geil ist bitte dieser Flakon? Vidian London kennen auch schon viele Oud-Himbeere. Also allein diese Kombination ist so geil. Haben auch viele nachgemacht. Ich finde den Vidian London aber immer noch einer der besten. Es gibt auch einen, der nennt sich Sillage. Kinetic, glaube ich. Kinetic Sillage. Der ist auch geil. Geht komplett in diese Richtung. Ist auch günstiger. Aber ich finde, der hier riecht doch nochmal ein bisschen anders. Und ich liebe auch einfach diesen Flakon, diese Flasche. Und für die, die London nicht kennen, ich versuche den jetzt euch mal zu beschreiben. Also erstmal ist er für jede Situation geil. Vielleicht jetzt nicht morgen zum Frühstück. Aber alles ab Shopping, Abendessen, Party. Also das ist wirklich vielseitig einsetzbar. Riecht ledrig, frisch, orientalisch, süß. Also es ist ein Meisterwerk. Ist ein extremer Parfum. Der kommt leider. Okay, jetzt geht's. Ist okay, der Sprühkopf. Hätte man besser machen können. Ich finde eher die Sprühköpfe mit so. Wo so richtig so. Könnt ihr nichts falsch machen, meine Empfehlung, wenn ihr gut duften wollt, dann gönnt euch Vidian London oder einen der anderen Düfte. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like und Subscribe nicht vergessen. Abonniert die Glocke, sage ich schon immer. Ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so ein Running Gag geworden. Auf diesem Kanal wird es jetzt mehr zum Thema Duft geben und aber auch so allgemein ein bisschen über mein Life, weil auf Instagram mache ich ja mehr Foto-Hacks und Video-Hacks. Da sind auch immer mal wieder verschiedene Düfte zu sehen. Diese verpackt in Foto-Hacks und Video-Hacks, also auch, finde ich, sehr, sehr interessant. Daher kennt man mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Auf TikTok mache ich nur Duft-Content. Genau, und das versuche ich halt einfach alles ein bisschen zu verbinden. Und hier auf YouTube wollte ich einfach auch Duft-Content machen, weil es so viel zu erzählen gibt. Jetzt bin ich auch wieder in Mailand auf der Messe. In die Richtung tun sich gerade einfach viele, viele Türen auf. Das wird so eine Mischung aus schon Schwerpunkt Duft-Content, aber auch in Richtung Lifestyle, Unterhaltung und so weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace!